Hallo, mein Name ist Peter Alexander Wieser von Paw Fotografie. Ich bin Berufsfotograf in Wien, wobei die Porträtfotografie ganz sicher meine größte Leidenschaft ist. Deshalb will ich euch in dieser Folge von der Couch aus ein paar lustige, kreative Tipps, Anregungen geben, wie ihr daheim Selfies machen könnt oder wie ihr vielleicht sogar euer Porträtfotografie aufs nächste Level bringen könnt. Die heutigen drei Ideen sind ganz sicher alle mit eurem Smartphone umsetzbar. Natürlich kann man das Ganze mit einer Spiegelreflexkamera optimieren. Was sicher nicht schadet, ist so ein kleines Stativ. Da kann man das Handy einzwicken und dann kann man es einfach super positionieren und es steht sicher. Aber genug gequatscht, springen wir gleich mitten ins Geschehen. Für die erste Umsetzung braucht ihr nicht mehr als euer Handy und euer Nudelsieb des Vertrauens. Kleiner Geheimtipp: Wenn ihr früh aufsteht und die aufgehende Morgensonne erwischt, kommt ihr in den Genuss dieses wunderschönen gelben Lichts. Solltet ihr gar kein sonnenseitiges Fenster haben, kann man natürlich jede künstliche Lichtquelle verwenden. Wie ihr seht, habe ich meinen schwarzen Hintergrund aufgestellt. Das ist aber kein Muss. Es bringt lediglich mehr Ruhe ins Bild. Haltet euer Handy in einem geeigneten Winkel vor euch und streckt dann euer schönstes Nudelsieb einfach zwischen euch und die Sonne. Das durch die Löcher flutende Licht zeichnet euch ein wunderschönes Muster ins Gesicht. Und schon habt ihr euer garantiert individuelles Nudellichtporträt. Für die zweite Idee nehmt ihr ein Glas und füllt das mit Wasser. Ich habe mich für ein Weinglas entschieden und stelle es vor mich auf den Tisch. Stellt am Handy den Selbstauslöser auf 10 Sekunden. Jetzt heißt es ein wenig rumtüfteln, bis ihr die richtige Position für das Handy und euch gefunden habt. Wunder der Physik. Euer Spiegelkabinettfoto steht am Kopf. Um das Ganze zu perfektionieren, könnt ihr das Bild in eurer Foto-App ganz einfach vertikal spiegeln. Die dritte Idee ist ebenso simpel wie genial. Nehmt einen kleinen Spiegel und steckt ihn zwischen die Blätter einer Zimmerpflanze. Jetzt heißt es wieder, einen optimalen Winkel zu finden. So zaubert ihr euer Gesicht ins Grüne. Und das alles von der Couch aus. Das waren drei kreative Ideen, um lustige Fotoergebnisse von der Couch aus zu erreichen. Für weitere Fotos und Ideen zum Nachmachen könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen, und zwar unter paw.fotografie. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und beim Experimentieren. Und vor allem wünsche ich uns natürlich ganz viel Gesundheit und Geduld. Danke fürs Zuschauen.